up when the sun comes down and the light falls on my head. Get up, I pull the curtains back and das Erste, das ich morgens immer mache, ist gleich mal die Kaffeemaschine einschalten. Freude. Ich bin ein absoluter Kaffeemensch. Wie ist es bei euch? Trinkt ihr lieber Kaffee oder Tee oder lieber gar nichts? Ich liebe Kaffee. Wäsche muss halt auch gewaschen werden. Das da unten ist übrigens mein Wäschekorb, dieser Einkaufskorb. Ja, und dann machen wir mal an. So, dann lassen wir das jetzt mal, ja, vor sich hin sich waschen. Während ich mich morgens fertig mache, habe ich eigentlich immer hier meinen Kaffee und meinen Orangensaft stehen. Das ist immer so, das ist bei mir voll das Ritual, aber Frühstück gar nicht. Das esse ich immer erst, wenn überhaupt, später oder eben dann direkt in der Uni, weil ich kann morgens immer noch nicht so viel essen. Ja, aber Kaffee und O-Saft sind bei mir ein Muss. Und während dem Schminken müssen natürlich dann auch YouTube-Videos sein. Die habe ich eigentlich immer nebenher laufen, damit ich da, ja, auch gut unterhalten werde beim Schminken. Oder manchmal schaue ich auch einfach nur eine Serie oder so. Also irgendwas brauche ich eigentlich immer, während ich mich fertig mache. Das ist jetzt hier übrigens die Miss Unimpeachable. Könnt ihr mal vorbeischauen. Mag ich sehr, sehr gern. Falls ihr euch übrigens gerade fragt, was das Video so für einen Sinn macht, erkläre ich euch das kurz. Und zwar beginnt bei mir jetzt wieder die Lernphase. Ich habe in den Monat Prüfung und da werde ich dann wieder 7 Tage die Woche beim Lernen sein. Also in der Bib bin ich da immer. Ich ziehe das immer ziemlich gut durch. Dann noch neben den ganzen Vorlesungen, die habe ich ja auch noch. Und da werde ich eben einfach nicht mehr so viel Zeit haben, Videos zu machen. Und dachte ich eben einfach, ich mache so einen random Vlog, wo ich eben die Kamera mitnehme zu Dingen, die ich sowieso machen wollte. Das ist für mich einfacher, weil ich dann eben mir nicht so eine Videoidee überlegen muss oder nichts aufbauen muss wegen Licht oder so. Andererseits habe ich das Gefühl, ich langweile euch so ein bisschen in letzter Zeit oder allgemein, weil ich eben zu meinen Videos immer kaum Feedback bekomme. Also man muss sich mal vorstellen, ich habe über 20.000 Abonnenten, was eine riesengroße Zahl ist. Und da bekomme ich vielleicht pro Video so um die 15 bis 40 Dislikes und dann eben noch, ja, schon ein paar mehr Likes. Aber eben im Verhältnis zu der Abonnentenzahl ist es eben richtig wenig. Und ich finde, wenn man entweder wenig, wenn man viel Likes bekommt oder viel Dislikes, dann sehe ich, aha, das Video war entweder richtig gut oder richtig scheiße. Aber wenn man wirklich kaum von beiden was bekommt, ich finde, dann sagt es schon einiges aus. Dann interessiert es den Zuschauer eben einfach nicht, das Video. Oder also entweder das Video ist ihm zu langweilig oder das Allerschlimmste ist, ich bin ihm zu langweilig. Und das wäre natürlich richtig übel. Deswegen würde ich mir eben wünschen, wenn ich so ein bisschen mehr Feedback bekommen würde. Also ich bin jetzt kein Mensch, der jetzt so um Likes bettelt oder so. Also ich sage jetzt nicht, gebt mir einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefällt. Das könnt ihr selber entscheiden, natürlich. Aber ja, dieser Like- und Dislike-Button, die beiden, die sind eben nicht vollkommen umsonst da. Also das macht schon Sinn, dass die da sind, dass wir einfach sehen, was ihr sehen wollt. Wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, aha, das Video hat richtig viele Dislikes, dann weiß ich, so ein Video mache ich eben einfach nicht mehr, weil das die meisten eben einfach nicht sehen wollen. Aber wenn man wirklich gar nichts bekommt, dann weiß man nicht, woran man ist. Und weiß nicht, soll man das jetzt weiter so beibehalten oder nicht oder keine Ahnung. Das ist eben das, was mich gerade auch so ein bisschen verunsichert und auch frustriert, weil ich gerade wirklich sehr bemüht bin. Ich hänge mich da auch sehr rein, euch da wirklich guten Content zu liefern und weiß eben nicht, wie das ankommt, weil das Feedback eben fehlt. Deswegen, ja, wenn wir das, also ich würde mich schon freuen, wenn ihr jetzt zu diesem Video einfach, wenn ihr das Video total langweilig und doof fandet, einfach ein Dislike zu geben, dann sehe ich, Anka, das Video machst du einfach nicht mehr oder so ein Video, dann hat sich das erledigt. Und ja, das wollte ich jetzt eben einfach mal so sagen, weil ich weiß nicht, ob es euch in letzter Zeit aufgefallen ist. Also ja, ich bin schon sehr bemüht, mich da zu verbessern irgendwie. Übrigens fällt mir gerade noch ein, und zwar, was ich noch sagen wollte. Ich bin ja gerade nicht so der Shopper, würde ich sagen. Also es gab von mir schon verhältnismäßig lange kein Haul-Video mehr. Und zwar liegt es daran, dass ich gerade einfach nichts kaufe. Das letzte Mal, das habe ich nachgeguckt, habe ich was eingekauft am 22. November. Und zwar da, als ich bei Primark war. Und danach jetzt nicht mehr. Und ich habe auch irgendwie gerade nicht so die Lust dazu. Also irgendwie überzeugt mich gerade eben einfach nicht so wirklich was. Und weiß nicht, deswegen kommt da auch nichts. Aber
was ich gerade so mache, ist, ich kombiniere immer, also ich gucke gerade immer im Schrank, was ich so nach so ganz alten Sachen und gucke, wie ich die neu kombinieren kann. Zum Beispiel ist es mir jetzt aufgefallen bei diesem Pulli, den hatte ich hier schon ewig nicht mehr an. Ich hatte den einfach vergessen, aber der ist wirklich schön. Jetzt habe ich einfach hier von Primark ist es, hatte ich euch ja auch im Haul-Video gezeigt, dieses karierte Hemd. Das habe ich jetzt einfach drunter gezogen und das habe ich wieder meiner Meinung nach so ein bisschen aufgewertet. Das ist für mich irgendwie so ein perfektes, chilliges Uni-Outfit, aber richtig cool. Und ja, also mit dem Einkaufen ist gerade so eine Sache. Mir gefällt irgendwie so wenig. Das ist aber eigentlich immer so um die Sale-Zeit so, dass mir die Sachen nicht mehr so. Dass mir, also es ist einfach so viel Schrott da und ja, es macht nicht so viel Spaß, wenn es so voll ist und so. Und deswegen gucke ich gerade einfach immer, was ich so daheim habe. Und ja, da ist mir dieser Pulli eben wieder sofort ins Auge gesprungen. Ab heute werde ich übrigens auch wieder in das Fitnessstudio gehen. Ich war jetzt seit einigen Monaten nicht mehr, aber ihr kennt es ja. Neues Jahr, neue Motivation. Und ja, ich packe jetzt mal meine Tasche, dass ich da direkt nach der Uni hingehen kann. Und mal wieder etwas für meine Fitness machen. Also mir ist es schon aufgefallen, dass ich in letzter Zeit immer ziemlich müde bin und weiß nicht, der Ausgleich fehlt mir eben einfach so ein bisschen. Deswegen will ich das jetzt wieder anfangen. Ich denke, das ist auch ganz gut, jetzt so neben dem ganzen Lernen und so, wenn ich da wieder so ein bisschen den Ausgleich habe. Kennt ihr diese Milchbrötchen hier, diese französischen? Ich sag euch was, fangt bitte niemals damit an. Ich bin nämlich absolut süchtig und die Dinger, die sind so ungesund. Also eigentlich total eklig, aber oh Gott, ich kann nicht mehr aufhören, die zu essen. Ich esse die wirklich packungsweise und da muss sich was ändern. Ich denke, ich werde jetzt die Packung noch leer machen, dann kaufe ich die eben einfach nicht mehr, weil ach, das geht so einfach nicht. Aber die sind so lecker. Oh Gott. Nach was seid ihr süchtig? Bei mir ist es Kaffee und Milchbrötchen im Moment richtig schlimm. Ich frage euch jetzt auch mal kurz bei Twitter, ob ihr das Video überhaupt sehen wollt. Klicke ich mal auf Tweet und dann warte ich mal, was ihr sagt. Also hier ist mein Tweet. Und ich warte jetzt einfach mal ein bisschen. Gerade eben ist mir eingefallen, dass ich ja noch gar nichts gegessen habe. Und deswegen habe ich mir jetzt gerade was gemacht oder ich mache es gerade und ich zeige euch das jetzt mal, was es heute bei mir gibt. Das ist so ein spätes Frühstück sozusagen. Und zwar das hier. Was ist das? Ein Starke Ritter-Sandwich. Und das sieht so lecker aus. Und ich dachte, da ich ja heute in Sport gehe, dann kann ich auch mal sowas essen. Ja, und ich freue mich schon so, das jetzt gleich zu essen. Das Kochbuch habe ich zu Weihnachten bekommen von meiner Mama. Und das ist das hier, Cats Studentenküche. Und ist halt eigentlich voll cool, weil zum Beispiel gibt es da auch so Codes drin für Smartphone, wo man eben die ganzen Zutaten dann in einer Einkaufsliste zusammen hat auf dem Handy. Das ist halt, ja, ist halt so eine Spielerei. Das ist halt ziemlich stark bebildert und da sind eben so total einfache Rezepte drin, eben so für die studentische Küche. Ja, ich habe mir das eben auch gewünscht, weil ich mag es eben einfach und schnell und das ist eigentlich richtig cool. Also ich mag das total gern. Und ja, da mache ich gerade auch immer die ganze Woche Rezepte daraus und probiere was Neues aus. Richtig cool. Ja, mein Essen ist jetzt auch fertig. Sieht sogar fast so ähnlich aus wie auf dem Bild. Ich habe immer das Talent, dass bei mir das Essen immer meistens recht hässlich aussieht, aber es ist meistens doch sehr appetitlich. Ja, und ich lasse es mir jetzt schmecken und dann packe ich meine Sporttasche fertig und dann kann es auch schön losgehen. Leute, das war gerade so lecker. Ich stehe ja total auf diese Sandwiches mit Schinken, Käse und Tomaten. Ich finde es so lecker. Ja, und was mache ich jetzt? Genau, ich wollte meine Sporttasche fertig packen und das mache ich jetzt. So, ich habe meine Sachen jetzt fertig gepackt. Ich bin ja übrigens der Meinung, dass Sport sehr viel mehr Spaß macht, wenn man das richtige Equipment hat. Siehe hier meine pinkfarbene Tasche hier, meine Sporttasche. Ich mag die total gern. Ja, und hier habe ich noch mein Uni-Zeugs fertig gemacht. Im Lernen bin ich eigentlich relativ gut in der Zeit, weil ich mein Skript schon fertig habe. Also das ist normalerweise bei mir immer noch so. Also ich fange meistens immer einen Monat vorher an, brauche dann 2 Wochen ungefähr, um das ganze Skript fertig zu machen und dann zum Lernen. Das habe ich jetzt aber schon
lange fertig gemacht, ausnahmsweise mal. Und dann kann ich jetzt, habe ich jetzt einen Monat lang Zeit, wirklich nur intensiv zu lernen. Aber das ist auch notwendig, weil das Thema eben oder halt der Studiengang, also ich muss so ein anderes Studienfach noch belegen, neben Soziologie, eigentlich für unlogisch, obwohl ich Soziologie 100% habe, also ich habe kein Nebenfach, muss ich noch entweder Wirtschaft oder Politik machen. Und ich habe jetzt hier Wirtschaft, das ist halt viel mit Mathe und so, und da braucht man dann schon die Zeit wirklich zum Lernen. Und ja, weil Mathe eben auch nicht so mein Ding ist und ich will das unbedingt schaffen, und deswegen nehme ich mir die Zeit dafür. Ja, und dann muss ich nachher noch kurz was einkaufen. Ich habe gestern Großeinkauf gemacht und habe aber nicht alles gefunden, was ich gebraucht habe. Und dann muss ich eben halt noch mal kurz gehen. Und dann brauche ich auch noch was von DM. Und zwar ein neues Duschgel und noch ein Shampoo. Duschgel habe ich gerade nur so eins von Armani. Das ist so eine Probe, das kann ich euch mal kurz zeigen. Das habe ich mal bekommen, als ich was bei Douglas bestellt habe. Das ist eben dieses Duschgel hier. Und es ist so stark parfümiert. Jetzt so für den Sport ist es okay, weil es eben so klein ist. So eine Probe kann ich gut mitnehmen. Aber ich hasse das, wenn es riecht wie ein Parfüm irgendwie. Also total zu viel. Und deswegen gehe ich eben nachher noch kurz zum DM und kaufe mir noch ein Duschgel, weil ich sowieso eins brauche. Also ich brauche eins für mich, für daheim. Und dann brauche ich noch, eins fürs Fitnessstudio und neues und ja, und ein neues Shampoo brauche ich auch noch. Aber das habe ich ja schon gesagt. Ja. Ja, ich bin dann jetzt startklar. Die Jacke habe ich schon an. Und ich denke, das ist jetzt auch das Ende von dem Video. Ich denke, heute wird nichts mehr kommen, weil dann ist es später eh schon dunkel und so weiter. Und das wäre eher blöd. Ja, dann verabschiede ich mich in diesem Sinne von euch und wünsche euch noch einen schönen Tag und macht's gut. Bis zum nächsten Mal.